so im Hintergrund laufen The Smiths mit There is a Light That Never Goes Out. Yeah, man. Und ich treffe mich hier gerade mit Mark Terenzi. Wir sind hier am Balneario 12 in einem neuen Laden, der heißt Sometimes oder Sometimes. Yeah. Und gehört hier zu diesem Apartment-Komplex. Wirklich ganz nett. Hier oben wird man nämlich nicht belästigt. Yeah, du siehst the mayor direct from here? Perfect yeah. Blick. So, Mark. Ich habe gestern in der InTouch gelesen, du heiratest jetzt und bist voll in Hochzeitsvorbereitungen. Genau, ich habe das Haus gefunden gestern auch. Ich habe es auch nicht gewusst seit gestern. Ich muss dazu sagen, klar. Ich finde es immer lustig, was für eine Idee, the press comes out next. Jedes Mal, they come up with neue Ideen. Jetzt, ich werde verheiraten, ich habe ein Kind unterwegs oder so, auch gleichzeitig viele Sachen. Aber ich würde dir sagen, keine Angst, alle. Ich würde nicht mehr verheiraten, denke. Nie wieder? Ich denke nie wieder. Ich weiß nicht, ob ich glaube in das mehr. Wieso? Was ist denn am Heiraten so schlimm? Ich weiß nicht. Ich habe das versucht einmal und ich denke, das war genug. das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, niemals, aber momentan auf jeden Fall nicht. Und wir müssen gucken. Ich weiß nicht, ob ich glaube in Beziehungen auch mehr. Bist du beziehungsfähig? Momentan, ich bin so single, it's unglaublich. Also, ich glaube nicht wirklich in Beziehungen momentan. Ich habe so viel zu tun und mein Leben ist ein bisschen anders. Ich bin viel unterwegs. Es ist nicht gut für eine Beziehung eigentlich. Eine Beziehung, du musst dran arbeiten. Ja. Da gibt es ein paar Regeln in der Beziehung. Du musst, the regeln in Beziehungen. No. Du musst auch dran arbeiten. Das ist nicht so etwas, dass du kannst einfach nicht... du brauchst die Zeit davon. Jetzt momentan meine gesamte Zeit ist in meinen ganzen Projects hier. Frei zu sein, dass ich kann unterwegs sein. Ich bin viel unterwegs momentan. Ich wohne hier in Mallorca. Das ist viel zu tun. Und, ich weiß nicht. Jetzt momentan, ich möchte einfach frei sein und arbeite an meinen Projects. Und zwischendurch, date when I can, ist mein Sprichwort. Aber es ist date when I can. Ist nicht so oft, weil ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich bin single. Ich werde nicht verheiraten und es gibt gar kein Kind unterwegs. So, die Antworten für all diese Fragen sind das. Also, das nochmal an die Krabbel-Praktikantengruppe der InTouch, dieser junge Mann. Da stand es nämlich gestern. Ja, genau. Und genau. Wir wurden hier in der Sprechstunde konfrontiert damit und danach habe ich Marc angerufen und gesagt: Sag mal, du heiratest, wieso weiß ich nichts davon? Ich habe das auch nicht gewusst, bis du hast mir das erzählt. So, ich sage: Ah, geil, bin ich eingeladen zu meinem eigenen Fachwerk? Weiß ich nicht. Aber das ist eine Frau, die du datest, die das behauptet, oder? Nee, das ist, I mean, ich, the thing is, klar, in meinem Leben, ich treffe viele Frauen, zum Beispiel, I date a lot of girls and stuff like this too, aber was suppressed, come, you know, ausgedacht ist oder denken aus, ist immer etwas Neues jedes Mal. Und klar, mit gewissen Mails, wir möchten nicht in the Rampen League stehen und sowas, they just einfach, keine Ahnung, ausdenken etwas. Sag mal, wie ist das hier eigentlich mit dem Flirten am Ballermann? Weil wir haben ja wahnsinnig viele Männer und relativ wenig Frauen, aber die kommen ja alle geballt zu dir immer sonntags um 22 Uhr, ne? Ja, yeah, crazy, oder? Ja. Du siehst das in den letzten 4 Jahren, ich bin hier seit 4 Jahren so auftreten hier. Klar, die Show ist komplett anders, jetzt ist nur für Frauen und es ist eine Strip-Show. Aber vorher habe ich auch hier aufgetreten, aber ich denke, in den past 4 Jahren gibt es viel, viel mehr Mädels hier, in Groups of Mädels nur. Yeah. Du siehst, die ganzen Insel ist voll of like these grossing groups of Mädels. Last of Vodka was the ganzen Handball Mannschafts hier, auch grossing groups of Mädels. But ich erinnere mich nicht vor 4 Jahren, there was so viele Mädels hier auf die Insel, so alleine, in big groups. Aber jetzt, du siehst, das ändert sich. Und they brauchen etwas zu tun. Und glücklicherweise, they come to unser Show, und they sind einer von the best Publikums. But klar, ist nicht einfach für mich, einfach jeden zu daten hier in Mallorca. Das ist etwas komplett anders auch. Das ist ein Party-Place und sowas. Aber zwischendurch, du triffst wirklich viele gute Mädels auch. Aber du brauchst die Zeit davor. Und ich weiß nicht, was ich suche, was ich koche. Ich date weiter und vielleicht irgendwann treffe die richtigen Person. Aber momentan, mein Ziel ist nicht, zu verheiraten, eine Beziehung zu haben oder sowas. Mein Ziel momentan ist really arbeiten an mich selbst, an meinen Shows und vielleicht jemand kommt dazu und zwischendurch ein bisschen Fun haben. Also, du bist jetzt eigentlich durchgängig hier auf Mallorca, ne? Fliegst du nochmal durch die Gegend oder also für Auftritte oder bleibst du komplett hier jetzt gerade? Jede Wochenende bin ich fast weg für Shows in Europa, in Deutschland oder Switzerland oder Austria oder überall. Ich bin normalerweise am Wochenende unterwegs, aber unter der Woche bin ich die gesamte Zeit hier. Und wieso nicht? Ich meine, guck mal, es ist Paradise, the sun shines. Ich habe 2 bis 3 Shows pro Woche im Megapark.
And yeah, my side, if I bring here, it's sehr gerne. I mean, it's perfect here. Und es ist nicht so weit weg für euch. Wenn du bist in Deutschland zum Beispiel, du steigst in einen Flug ein. Guck mal, jemand hat gestern zu mir gesagt, that they had so ein Package gekriegt, with Hotel and Flug für 10 Tage für 400 Euro. Nicht wahr. Ich hab gedacht, hä? Wie geht das denn? Das ist mega. And the locations are great. Mallorca is, when you merch feiern, du bist in der richtigen Platz, es ist Spring Break on Crack. Ich möchte sagen. Und zwar sechs Monate im Jahr. Yeah, Spring Break on Crack. Spring Break on Crack ist the grossest thing. Wenn du warst bei Spring Break zum Beispiel in Amerika, das ist kleiner als das eigentlich. Das ist kilometers long of clubs and party and Leute. Das ist wirklich Wahnsinn, mega. Und tagsüber schön an the Strand zu sitzen. Und klar, wenn du möchtest etwas ein bisschen ruhiger haben, Mallorca, das gibt auch Altstadt oder kleine Strands, wo niemand ist. Auch schön. Nimm einen Roller, einfach fahren und du findest eine Location hier in Mallorca. Das ist mega. Das ist the best place for Urlaub. Du hast ja auch gar kein Auto, du fährst nur mit dem Roller durch die Gegend, oder? Ja, genau. Ich habe ein Auto von meinem Freund auch, aber nutze es überhaupt gar nicht. Ich nutze den Roller die ganze Zeit. Das geht ziemlich schnell eigentlich hier in Mallorca. Du bist erlaubt für den normalen Führerschein bis 120 km/h fahren. Das ist auch nicht zu langsam. Das ist genug, dass du kannst an der Autobahn fahren und überall hinkommen. Mit dem Roller, du würdest alles finden, wenn du wohnst hier, alle haben Rollers. They have a normal auto, but they nutzen Roller die ganze Zeit. Du siehst die ganzen Directors von Megapark, alle haben Rollers. Und du kommst hier just besser an, einfach. Arenal ist Katastrophe, straßenmäßig. Alle sind Einbahnstraße in der falschen Richtung, wo du möchtest hingehen. Es wird schwer mit einem Auto irgendwo zu kommen, so eigentlich ein Roller ist der beste. Und die Erfahrung, die Erlebnis ist viel besser. Du bist draußen, du bist in der Sonne. Du hast das Gefühl von den Inseln. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, überall hinzukommen. Und für jemanden, der hier in Urlaub ist, kostet fast gar nichts. I mean, you know, Benzin, du musst nicht viel ausgeben und du bist direkt am Strand. Du kannst, komm, ich habe vorne von der Laden geparkt hier. Perfekt. Ja. So, die gute Nachricht. Mark ist Single. Yep, also für alle, die das nicht verstanden haben, Mark ist Single, yes. Nicht verheiratet, and he dates when he can. Yes, I date when I can, I'm single, I'm not verheiratet, ich habe gar kein Kind, und ich habe eine gute Show für euch. Heute Abend auch ist mein Show eigentlich. Yeah. So ja, yeah, ab 22 Uhr geht los, mein Show in First Floor. So the Mädels, die sind on the Insel, die wir sehen uns später, keine Angst, ich bin Single. Ich verheirate nicht. Und ja, in der Markt Spaß haben für die nächste ein bisschen Zeit. No? Thank you very much for the interview. Right. Danke.